Shadow Mask? That's sick. Leave a 911. Hello, please. Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance? I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped, and I've been missing for 10 years, and I'm here. I'm free now. Okay, and what's your address? 2207 Seymour Avenue. Okay, talk to the police when they get there. Okay. Hello? Yeah, talk to the police when they get there. Okay, all right, I'm away right now. We're going to send them as soon as we get a car open. No, I need them now before we get back. All right, we're sending them, okay? Okay, I mean, like, who's the guy who went out? His name is Ariel Castro. All right, how old is he? He's like 52. All right, and Steven, I'm Amanda Berry. I've been on the news for the last 10 years. Okay, I got that with here. Regina. I already. Ariel Castro. Amanda Berry disappeared around 7:30 p.m. April 21st, 2003, a day before her 17th birthday. That girl Amanda told the police, "I ain't just the only one. It's some old girls up in that house." Gina DeJesus vanished about a year later on August 2nd, 2004, while walking home from school in the same area. Cleveland police say they took Michelle Knight's name off the FBI's National Crime Information Center database in November 2003 when they could not find a parent or guardian to confirm she was still missing. Knight was the first woman kidnapped, and she may have suffered the worst of it. We should say she was a girl when she was a kidnapped. Now she's a woman. Knight told police that she was impregnated at least 5 times while she was in captivity, but according to Knight, Ariel Castro starved her and punched her in the stomach until she miscarried. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute befassen wir uns mit einem Fall, der ziemlich verstörend ist. Ich hoffe, euch geht es soweit ganz gut und es freut mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt wollen wir gar nicht lange rumreden, sondern wir starten direkt mit dem Video. Und ja, Freunde, ihr habt das schon richtig verstanden. Das, was ihr gerade am Anfang gehört habt, das war die Original Aufnahme von dem Anruf, den Amanda Berry getätigt hatte, nachdem sie geflohen ist. Jetzt stellt sich nur die Frage, von was ist sie denn geflohen? Heute erzähle ich euch die Geschichte von den 3 jungen Frauen, die für insgesamt 11 Jahre bei Ariel Castro im Haus eingesperrt waren. Nun fangen wir an. Und wie immer fangen wir ganz von vorne an. Die Geschichte beginnt am 22. August 2002. An diesem Tag war Michelle Knight gerade auf dem Weg zu einem Gerichtsverfahren, um die Erziehungsberechtigung für ihren Sohn Joey zurückzubekommen. Und sie kämpfte darum, dieses wieder zu erhalten, denn sie liebte ihren Sohn abgöttisch. Und das ist wichtig für die Geschichte, da er der einzige Grund war, warum Michelle Knight so lange durchgehalten hat. Michelle war keine schlechte Mutter. Sie wollte immer die beste Mutter für ihn sein. I wanted to be the best mom. Sie selbst wuchs in schlimmen Verhältnissen auf. I had a lot of things that went on in my life that was very traumatic. Like sexual abuse, emotional abuse, you name it, I went through it. Und da sie keinen Job und kein Geld für eine eigene Wohnung hatte, wohnte sie mit ihrem Sohn weiterhin bei ihrer Familie. Eines Tages war ihr Stiefvater betrunken und verletzte Joey am Knie. Er musste daraufhin ins Krankenhaus und das Jugendamt entzog ihr das Sorgerecht. Sie hatte keinen Schulabschluss, da sie die Schule mit 18 Jahren abgebrochen hatte, weil sie schwanger war. Daher war es so schwer für sie, einen Job zu finden. Sie hatte jeden Tag Vorstellungsgespräche und versuchte alles, um das Sorgerecht für ihren Sohn zurückzubekommen. Sie erschien zu jedem Gerichtstermin und zeigte sich von ihrer besten Seite. Daher war ihr jeder Gerichtstermin wichtig, vor allem dieser. I was so super excited to get to the appointment and then I couldn't find the place. Michelle Knight war gerade auf dem Weg und sie hat sich verirrt und sie war total gestresst und schon völlig am Verzweifeln, weil sie sich einfach nicht orientieren konnte. Ihr müsst bedenken, es war das Jahr 2002, also Google Maps und ein Smartphone gab es noch nicht. Also versuchte sie mit Bus und zu Fuß den Weg zu finden. Und als sie nicht mehr weiter wusste, ging sie in einen Laden. And then my best friend's father comes into the store. So you recognized him? Yes. In diesem Laden wurde sie dann von einem nicht unbekannten Mann angesprochen. Es war Ariel Castro. Aber das Verrückte an dieser ganzen Geschichte ist, dass Ariel Castro kein fremder Mann für sie war, sondern es war der Vater ihrer besten Freundin. Sie erzählte ihm die ganze Geschichte, was denn passiert ist und wie wichtig es für sie ist,
pünktlich dort zu erscheinen. And he said, I know where it's at. I can take you straight to it. It'll only take me 5 minutes. And I'm like, okay, I'm gonna make it. Sie wusste einfach nicht weiter. Ariel Castro meinte zu ihr, dass er wissen würde, wo das ist. Und er hätte damit kein Problem, sie dorthin zu bringen. Sie stieg also bei ihm ins Auto ein. Ich meine, wer hätte das nicht in dieser Situation? Zumal Ariel Castro ja kein fremder Mensch für sie war. Und nach kurzer Zeit hat sie bemerkt, dass er in eine andere Richtung gefahren ist. Er meinte zu ihr, dass er ihr einen Hundewelpen schenken möchte, da sie ihm erzählt hatte, dass ihr Sohn diese lieben würde. Seine Hündin hätte angeblich gerade einen Wurf gehabt und sie dürfte sich einen Hundewelpen aussuchen. Darüber würde sich ihr Sohn bestimmt freuen. Sie willigte aber nur ein, weil sie wusste, dass er eine Hündin hat. Und deswegen hat sie ihm geglaubt. Als sie bei ihm ankamen, sind sie gemeinsam ins Haus gegangen. Und er meinte zu ihr, dass die Hundewelpen im obersten Stockwerk sind. Also ging Michelle die Treppen hinauf. Und sie hatte schnell ein ungutes Gefühl, denn es war merkwürdig, denn es war total ruhig. Und als sie oben angekommen sind, im obersten Stockwerk, meinte er zu ihr, dass sie dort in diesem einen Raum wäre. Sie ging dort hinein und fand nichts. Dieser Raum war komplett leer. Und in dem Moment, in dem sie realisiert hatte, dass er sie nur angelogen hatte, hat er hinter ihr die Tür abgeschlossen. Und sie wusste genau in diesem Moment, dass sie hier nicht mehr rauskommen wird. In einem Interview hat sie erzählt, dass sie vor ihm auf die Knie gefallen ist und darum gebettelt hat, heute noch zu ihrem Sohn zu kommen. Begging him, saying, I need to get to my son. Doch ihm war es total egal. Er hat sie zusammengeschlagen, hat sie gefesselt, hat ihr eine Socke in den Mund gestopft und hat vor ihr masturbiert. Couldn't move, couldn't do anything. The extension cord was wrapped around my legs, then wrapped around my arms, and then wrapped around my neck. And then to muffle my sound and my scream, he had shoved a sock into my mouth. Und dann lag sie auf dem Boden, während er vor ihr stand und masturbiert hat. Zudem hat sie in dem Interview erzählt, dass er das einzige Bild, was sie von ihrem Sohn hatte, vor ihr zerrissen hatte und auf sie geworfen hat. The only picture I had, and said you'll never see him. And that hurt it so bad, the knife felt like it was going deeper and deeper into my chest. Und ungelogen, das war das einzige Mal, dass sie in irgendeinem Interview Tränen in den Augen hatte. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, an dem es jetzt erst richtig heftig wird. Nachdem Michelle für knapp 3 Tage an Händen, Füßen und Hals im oberen Stockwerk gefesselt war, wurde sie von Castro in den Keller des Hauses gebracht. Sie wurde an dieser Stange festgekettet. Und das für über 8 Monate. Die Tage, die sie dort verbrachte, waren kurz für sie, da sie durch den Schmerz, den sie durch den Druck der Ketten erlitten hatte, überwiegend ohnmächtig war. Er hat ihr jegliche Freiheiten genommen, hat sie geschlagen und mehrmals täglich missbraucht. Zudem durfte sie sich in dieser Zeit nicht ein einziges Mal waschen. Sie bekam, wenn er wollte, nur einmal am Tag etwas zu essen. Und es war überwiegend nur Fast Food. Egal in welchem Raum sie festgehalten wurde, ob es jetzt eins der Zimmer im obersten Stockwerk war, oder im Keller. In keinem dieser Räume gab es Tageslicht. Tag und Nacht verbrachte sie in kleinen Räumen ohne Licht. Und dabei ließ er all seine Fantasien und all seine schrecklichen Gedanken an ihr aus. Eine der Folgen, unter denen sie nun leiden muss, ist, dass sie nun Schwierigkeiten hat zu sehen, da sie durch die dunklen Räume fast ihr komplettes Augenlicht verloren hat. In diesen 11 Jahren, in denen sie gefangen war, wurde sie mehrfach misshandelt. Zudem wurde sie insgesamt 5-mal schwanger. Er ließ sie daraufhin 2 Wochen hungern, um das Ungeborene zu schwächen. Dann schlug er ihr mehrfach in den Bauch, um eine Schwangerschaft in Anführungszeichen abzubrechen. 5 times you were pregnant. Yes. And each time he aborted it. I'm sorry, Michelle. And he's the reason why I can't have children now. Der einzige Grund, wieso sie nicht aufgegeben hatte, war der Gedanke an ihren Sohn. Sie wollte nicht, dass er denkt, sie hätte ihn aufgegeben. Irgendwann hat Castro ihr einen Fernseher geschenkt und meinte zu ihr, dass sie Nachrichten schauen soll, denn eine Tragödie ist in Cleveland passiert. Amanda Berry disappeared around 7:30 p.m. April 21st, 2003.
a day before her 17th birthday. She called her sister before leaving her job at Burger King. She was last seen at West 110th Street and Lorraine Avenue. Am 25. April 2003 wurde in den Nachrichten über ein Mädchen, über ein 16-jähriges Mädchen berichtet, das spurlos verschwunden ist. Es war Amanda Berry. Sie hatte bei Burger King gejobbt, um sich Geld zusammenzusparen für ihr College. An diesem Tag hatte sie eine Schicht von 16 bis 20 Uhr. Aber sie durfte ihre Schicht früher beenden, da an dem Tag einfach nichts los war im Burger King. Sie hatte also ihre Schicht um 19.30 Uhr beendet. Und immer wenn sie dort gearbeitet hat, wurde sie entweder von ihrer Schwester oder von ihrer Mutter abgeholt. Sie hätte ungefähr nur 10 Minuten laufen müssen, dann wäre sie schon daheim gewesen. Doch sie hatte sich für ihre Arbeitskleidung geschämt und deswegen wollte sie unbedingt immer abgeholt werden. Also sie hatte ihre Schwester angerufen und wollte sie fragen, ob sie sie schon um 19.30 Uhr abholen könnte. Aber sie musste tatsächlich bis 20 Uhr arbeiten und konnte sie demnach nicht abholen. I called my sister for a ride. She was at work and I had called a friend for a ride and he didn't answer. Also musste sie wohl oder übel den Heimweg zu Fuß angehen. Als sie den Burger King verlassen hatte, stand ein roter PKW in der Einfahrt und sie musste außen herumlaufen. Und in dem Moment, wo sie außen rumgelaufen ist, hat sie in das Cockpit reingeschaut oder in das Fahrerhäuschen. Und da hat sie einen Mann gesehen, der sie angelächelt hatte und sie hat zurückgelächelt. Ein paar Meter weiter ist dann dieser rote Wagen, dieser rote PKW direkt neben ihr aufgefahren und der Fahrer hat die Fensterscheibe runtergefahren und zu ihr gesprochen. Und erst als sie mit ihm gesprochen hatte, hat sie erkannt, wer es ist, denn es war Ariel Castro. He asked, "Do you need a ride home?" I said yes. Denn wie in dem Fall von Michelle war Ariel Castro auch kein Unbekannter für sie, denn sie wusste, dass es der Vater einer Mitschülerin von ihr ist, von Angie Castro, einer weiteren Tochter von Ariel Castro. And he's like, "Well, she's at my house. Would you like to go see her?" I said, "Yeah, sure. I haven't seen her in a while." Und so fuhren sie dann gemeinsam zu ihm. Sie sind dann in das Haus gegangen und er meinte, Angie wäre gerade im Badezimmer und würde gerade ein Bad nehmen. Und solange sie wartet, würde er ihr das Haus zeigen. Und als sie im oberen Stockwerk angekommen sind, hat sie bemerkt, dass dort noch jemand ist. Eine weitere Frau, die dort Fernseh schaut. Aber das wirkte zunächst nicht beunruhigend auf sie, da er zu ihr meinte, es wäre eine Untermieterin, die bei ihm wohnen würde. Sie kam dann schlussendlich in einem Raum an, in dem ein Bett stand. Und als sie dieses Zimmer betreten hatte, hat er auch die Tür abgeschlossen und sie wusste direkt, was jetzt passieren wird. Ihr müsst euch vorstellen, wie es für sie war. Er war ein Vertrauter für sie. Und genau in dem Moment, wo er die Tür abgeschlossen hatte, wurde er von diesem freundlichen Typen, von diesem freundlichen, hilfsbereiten Typen zu diesem Monster. Und er sagte zu Amanda, sie soll ihre Hose ausziehen. Daraufhin packte er sie direkt, zerrte sie auf das Bett, fesselte sie und f***te sie. Amanda wurde zunächst getrennt von Michelle festgehalten. Es hat ungefähr 2 Monate gedauert, bis sie sich das erste Mal gesehen haben. Aber jede von ihnen wusste, dass sie nicht die einzige waren. Michelle meinte, dass sie traurig darüber war, dass eine weitere Frau in seinem Haus festgehalten wurde, da sie wusste, durch welche Hölle sie gehen wird. Aber sie war auch froh darüber, nicht alleine zu sein. In den Nachrichten ging die Suche nach Amanda auf und ab. Suchtrupps wurden organisiert, Flyer wurden ausgehangen und die ganze Stadt hat nach ihr gesucht, doch ohne Erfolg. Amanda wurde schnell zu seinem Liebling, wenn man das so sagen kann. Er hat ihr nach einiger Zeit ein Tagebuch geschenkt, denn das hatte sie sich gewünscht. Und sie hat jeden Tag hineingeschrieben. Sie meinte, irgendwann wird dieses Buch vielleicht gelesen, wenn sie diese Hölle nicht überleben würde. Und er würde dafür dann bestraft werden. So 3x, what does that mean? That it had happened 3 times. She developed a little code that she would use, and X meant that she had been raped. She would mark 3x, 4x, some days it was 5x. I would always write these numbers at the top of the pages because I felt like, you know, one day maybe authorities will get to read it and he'll be punished for what he did.
Am 2. April 2004 war gerade Gina De Jesus mit ihrer Schulfreundin Aline Castro auf dem Nachhauseweg. Es war freitags und sie haben gerade überlegt auf dem Nachhauseweg, was sie denn heute noch unternehmen könnten. Gina war zu dem Zeitpunkt ein 14-jähriges Mädchen. Aline und Gina haben sich dann überlegt, hey, wir könnten doch eine Übernachtungsparty quasi machen. Und so kamen sie dann an einer Telefonzelle an und riefen dann die Mutter von Aline an. Sie haben dann gefragt, ob Gina bei ihr schlafen könnte. Doch die Mutter von Aline sagte nein. Und so haben sich dann die Wege von ihnen getrennt. Gina ging in die eine Richtung, während Aline in die andere Richtung ging. The last thing she said to me was, you owe me 50 cents. Und nicht weit von Gina entfernt war Ariel Castro gerade in seinem roten PKW wieder unterwegs. Er hat Gina schon von Weitem erkannt, denn wie auch in den anderen zwei Fällen war es eine Freundin seiner Töchter. Denn wie sich später herausstellte, war ihr Vater ein Kumpel, ich würde jetzt nicht sagen guter Freund, aber ein Bekannter von Ariel Castro. Und Ariel Castro spielte in einer Band und die anderen Mitglieder, also ein paar Mitglieder von dieser Band, waren tatsächlich sogar die Cousins von Gina. Ariel Castro fuhr dann mit seinem roten PKW direkt neben ihr auf. Er machte die Scheibe runter und sagte zu ihr, er suche seine Tochter Aline. Und er wollte wissen, ob sie wissen würde, wo sie denn gerade ist. He asks me if you seen my daughter. I said, yeah, she's right around the corner. He was like, can you help me find her? And I said, sure. Sie meinte zu ihm, dass sie nicht weit von hier ist und sie würde ihm gerne helfen bei der Suche und stieg dann natürlich zu ihm ins Auto ein. Und jetzt muss ich euch gestehen, ich konnte das Ganze nicht wirklich verstehen, wie es dazu kam, dass sie dann mit zu ihm gefahren ist. Aber so wie ich es verstanden hatte, haben sie kurz danach die Suche nach Aline aufgegeben und sind zu ihm gefahren, weil er Hilfe gebraucht hatte, einen Lautsprecher, eine große Musikbox aus seinem Haus in sein Auto zu transportieren. Und er hat Hilfe gebraucht und sie hat ihm dabei dann helfen wollen. Als sie dann bei ihm angekommen sind, sind sie dann durch die vordere Eingangstür reingegangen. Und als sie im Wohnzimmer standen, hat er die Musik angemacht und er hat angefangen, sie zu begrapschen. Ihr müsst dabei bedenken, sie war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt. And then he just switches up like, well, okay, you're gonna go home now. He said, but you can't go through the same door you came in. Er meinte dann aber zu ihr, sie könne nicht, warum auch immer, nicht wieder durch die vordere Eingangstür raus, sondern müsste durch den Keller, durch die Hintertür nach draußen gehen. Und sie ging dann auch durch den Keller, beziehungsweise runter in den Keller. Und in dem Moment, als sie dort unten angekommen sind, hat er sie ebenfalls gefesselt, geschlagen und Nobody could hear me. The radio was too loud. Nachdem Gina nun auch vermisst wurde, ging es wieder los mit Suchtruppen. Es war komisch für die Einwohner von Cleveland, denn innerhalb von einem Jahr sind zwei junge Frauen an fast derselben Ecke spurlos verschwunden. Im Fernsehen liefen die Vermisstenanzeigen von Gina und Amanda auf und ab. Die ganze Stadt war auf der Suche nach den beiden vermissten Kindern. Doch niemand hat nach Michelle gesucht. Nachdem Michelle spurlos verschwunden ist, hat ihre Cousine eine Vermisstenanzeige gestellt. Die wurde aber knapp 15 Monate nach ihrem Verschwinden vom FBI aus der Datenbank für vermisste Personen entfernt, da sie keinen Elternteil oder sonstige Familienmitglieder finden konnten, um zu bestätigen, ob sie noch vermisst wird oder nicht. Da ihre Familie einfach weggezogen ist und das Verschwinden von Michelle akzeptiert hatten. Michelle wurde immer wieder damit konfrontiert, dass wirklich niemand nach ihr gesucht hatte. Your families don't care about you. Ain't you glad I took you? Ich kann mir kaum vorstellen, was das für ein Schmerz sein muss, wenn man entführt wurde und einfach von der Welt vergessen wird und quasi nie existiert hat. Castro hätte einfach alles mit ihr machen können und nie hätte jemand nach ihr gesucht. Castro hatte alle drei Frauen im Obergeschoss festgehalten. Sie wurden separat in kleine Räume, ohne Tageslicht gesperrt. In den Wänden waren Löcher, durch die Ketten durchgingen, damit alle aneinander gekettet werden konnten. Going to sleep at night. If you wanted to toss onto your back, you couldn't do that. You would have to take the whole chain and move it to the front of your stomach so that you're not laying on the big lock. The mattress was old and nasty. It was just disgusting and the bucket to use the bathroom. And that smelled horrible. Die Fenster wurden mit Brettern zugenagelt und es gab kaum Licht in den Räumen. Und Essen gab es nur einmal am Tag, wenn sie Glück hatten. Sie haben nur Fastfood von McDonald's oder anderen Fastfood-Ketten bekommen. Food was like one of the things that he prolonged. Like I would go a week without food.
And when I did get food, it wasn't very much. Sie durften sich nur zweimal in der Woche waschen und haben insgesamt nur zweimal in 11 Jahren das Tageslicht erblicken dürfen. Castro setzte die Frauen auch psychisch unter Druck. So ließ er die drei Frauen mal russisch Roulette mit einer Waffe und einer Patrone spielen. Zudem hat er immer mal wieder die Türen offen gelassen und die Ketten absichtlich nicht abgeschlossen, damit diese versuchen zu fliehen. Aber er versteckte sich hinter den Türen und schnappte sie, wenn sie versuchten zu fliehen, und bestrafte sie dann so sehr mit Schlägen und anderen Dingen. Ihr könnt es euch ja ungefähr vorstellen. Er hat sie getestet und baute quasi mit psychischem Terror eine Art Gefügigkeit auf. Ariel Castro war zu diesem Zeitpunkt ein 44-jähriger Mann, der nach der Scheidung seiner Frau im Jahre 1996 im Haus allein lebte. Er arbeitete als der Schulbusfahrer und war sehr beliebt. Er half sogar bei der Suche nach den drei verschwundenen Frauen. Jeder kannte ihn, doch niemand ahnte, was er für ein schlimmes Doppelleben führte. Seine Frau ließ sich von ihm scheiden, da er ihr gegenüber gewalttätig war. Er hat sie über mehrere Jahre hinweg geschlagen und tatsächlich auch mal im Keller festgekettet. Als sie von ihm erneut schwanger wurde und sie es nicht abtreiben wollte, hat er sie die Treppe runtergeschubst und ihr mehrfach in den Bauch getreten. Nach all dem hat sie all ihren Mut zusammengepackt und ihn verlassen. Dazu gewann sie vor Gericht das alleinige Sorgerecht für die insgesamt 4 Kinder. Sie hatte ihn aber erst im Jahr 2005 angezeigt, da er mehrfach seine Kinder quasi entführt hatte und das gegen den Willen seiner Ex-Frau passierte. Aber es waren zu wenig Beweise, um ihn hinter Gitter zu bringen. Castro war der Bassist einer Band, die auch gerne mal zu ihm zum Proben kam. Wenn er Besuch bekommen hatte, hat er die drei jungen Frauen in den Keller aneinander gefesselt und ihnen den Mund zugetaped. Das Verrückte ist, dass in dieser Band 3 Cousins von Gina mitspielten und sie sich tatsächlich mal mit Castro über das Verschwinden von ihr unterhielten. Und er meinte ganz dreist zu ihnen, dass sie vielleicht noch leben würde. Das Jahr 2006 war ein sehr schlimmes Jahr für Amanda, denn im März starb ihre Mutter. Luana Miller died just after 2 o'clock this morning at Lakewood Hospital after a long illness. Relatives and friends say she died of a broken heart and they vowed to keep the search for Amanda Berry alive. Sie hatte es über das Fernsehen mitbekommen und es hat sie förmlich zerrissen, nicht bei ihr sein zu können. Ihre Hoffnung war es, irgendwann freizukommen, um endlich wieder bei ihrer Familie sein zu können. Noch dazu hat sie kurz davor erfahren, da ihr immer mal wieder schlecht wurde und sie erbrochen hatte, dass sie schwanger ist und das von Castro. Am 26. Dezember gebar sie eine Tochter in einem Kinderpool aus Plastik, der im Haus aufgestellt wurde. Er bedrohte Michelle mit seiner Waffe und sie sollte ihr helfen. Er meinte, wenn irgendwas dem Kind passieren sollte, dann würde er Michelle umbringen. Das Mädchen wurde geboren, aber das Baby hat nicht geatmet. Michelle hat sie reanimiert und sich und dem Baby somit das Leben gerettet. Nun war die kleine Jocelyn geboren und die drei hatten endlich eine Beschäftigung. Sie haben sich um Jocelyn gekümmert, haben mit ihr gespielt, haben sie unterrichtet und konnten sich somit von all der Qual ablenken. Jocelyn wuchs in der Gefangenschaft auf, hatte aber mehr Freiheit als die anderen. Sie wurde zum Beispiel nicht gefesselt und sie durfte sich im ganzen Haus aufhalten. Aber sie durfte nie das Haus verlassen. Am 6. Mai 2013 hat sich dann alles für sie geändert. Jocelyn war zu dem Zeitpunkt schon 7 Jahre alt. Sie hatte gerade im Haus gespielt und dabei bemerkt, dass Ariel Castro nicht im Haus war. Sie rannte dann zu ihrer Mutter Amanda und fragte, wo ist Daddy? Und Amanda war dann ganz verwundert, weil die Tür nicht abgesperrt war und sie nicht gefesselt war. Das war untypisch, denn so ein Fehler wäre ihm niemals passiert. Und wie ich ja euch schon erzählt hatte, hat Ariel Castro immer wieder diese Psychotests gemacht. Und sie hatte Angst, dass wenn sie jetzt nach unten geht, dass sie irgendwo wieder hinter einer Tür sich versteckt hat und sie daraufhin dann bestraft mit Schlägen oder sonst irgendwas. Aber ihr Wille, in die Freiheit zu kommen, war einfach viel zu groß und sie wollte es riskieren. Sie ging dann gemeinsam mit Jocelyn nach unten und schaute nach und tatsächlich, er war nicht da. Das Auto in der Einfahrt war auch weg. Amanda schaute aus dem Fenster und hat bemerkt, wie auf der anderen Seite der Nachbar gerade nach Hause kam. Es war Charles Ramsay, der gerade von McDonald's nach Hause kam und sein Big Mac in der Hand hatte, wie er in einem Interview erzählt hatte. Sie rannte dann zur verschlossenen Eingangstür und klopfte gegen diese Tür und schrie um Hilfe, sodass Charles Ramsay sie bemerkt hatte. Und Charles Ramsay und viele andere Nachbarn rannten dann rüber und halfen Amanda und ihrer Tochter Jocelyn aus dieser Tür
herauszubrechen. Es war nicht direkt diese Eingangstür, die versperrt war, sondern wie man es immer kennt in amerikanischen Filmen, diese zweite Eingangstür, die mit diesem Fliegengitternetz. Auf jeden Fall, diese war versperrt und sie kam nicht heraus. Und die Nachbarn halfen ihr, diese Tür aufzubrechen. Und die ganze Zeit schrie sie um Hilfe und sie war total in Panik und war Gott froh darüber, endlich frei zu sein. Und das Erste, was sie gemacht hatte, war rüber zu den Nachbarn zu rennen und dort hat sie dann die Polizei gerufen. Und das war das Telefonat, was ich euch am Anfang gezeigt hatte. Kurz darauf kam dann auch die Polizei. Sie waren innerhalb von 5 Minuten da und Amanda sagte dann, dort oben sind noch mehr. Und die Polizei ging dann in das Haus hinein und waren total geschockt, als sie dann das Obergeschoss erreicht hatten, denn Michelle Knight und Gina DeRessus waren dort gefesselt. So wie ich es verstanden hatte, waren sie nackt in einem komplett dunklen Raum aneinander gekettet. Ariel Castro wurde daraufhin dann festgenommen und zu lebenslanger Haft verurteilt plus weitere 1000 Jahre Haft. Er hat sich dann nach einem langen Gerichtsverfahren in insgesamt 937 Anklagepunkte für schuldig bekannt. Und das Krasse ist für mich, dass wirklich nie jemand irgendwas mitbekommen hat. Seine Kinder haben nie was mitbekommen. Seine Ex-Frau hat nie was mitbekommen. Niemand, keiner von den Cousins, die in dieser Band mitgespielt haben, die ja auch noch irgendwann mal bei ihm daheim geprobt haben. Wirklich niemand, kein Nachbar, niemand hat was mitbekommen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid die Kinder von diesem Monster. Ariel Castro hat knapp einen Monat, nachdem er ins Gefängnis kam, hat er sich selber das Leben genommen. Er hat sich in seiner eigenen Gefängniszelle erhangen. Gib mir ein bisschen Frieden und deinen guten Vibe. Nur ein wenig Wärme in einer kalten Zeit, was für immer bleibt.